Du kannst extrem günstig Follower kaufen. Das geht ganz schnell, mal 5000 Follower für, weiß ich nicht, 30 Euro zu kaufen. Wenn es für dein Ego wichtig ist, alles klar, mach das. Aber dir muss klar sein, du killst den Algorithmus. Trommelwirbel, 100.000 Abonnenten auf Instagram. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns sehr. So, und was möchte ich dir zurückgeben? Wenn du mich auf Instagram abonniert hast, dann würde ich dir gerne ein paar Tipps geben, wie du dein Instagram-Profil noch ein bisschen mit mehr Reichweite versehen kannst. So, das sind Erfahrungswerte von mir auf dem Weg zu den 100.000. Das sind Erfahrungswerte von unseren Kunden. Das sind Erfahrungswerte aus meinem Social-Media-Team und von meinen Freunden. Ja? Also es gibt so 10, 15 coole Tipps, wie du dein Instagram nach vorne bringen kannst. So, ich gehe mal los. Erster Punkt ist, immer einen Call to Action einbauen. Call to Action heißt, du machst einen normalen Post, und dann unten drunter kommt der Text und am Ende des Textes stellst du eine Frage. Warst du auch schon in Urlaub? Oder wo warst du in Urlaub? So, und jetzt, das ist schon mal gut, das ist schon mal besser als gar keine Frage zu stellen, um eben Interaktion zu bekommen. Warum brauchst du Interaktion? Ist klar, der Algorithmus sieht, wie viele gucken sich das Bild an, klickt da jemand drauf, liked er das, liest er sich den Text durch und kommentiert er. Wenn kommentiert wird, wenn viele Kommentare sind, dann sagt der Algorithmus, okay, das scheint interessant zu sein, spiel das mal stärker aus. Und dann sehen es immer mehr. Und deswegen musst du dafür sorgen, dass du Interaktion hast unter deinem Post. Also am Ende eine Frage. Optimal ist eine offene Frage. Also zum Beispiel, warst du dieses Jahr auch schon in Urlaub? Oder fährst du noch in Urlaub? Und dann kommt der heiße Tipp, mehr Interaktion, mehr Antworten, indem du Multiple Choice machst. Indem du sagst, bleibst du in Deutschland, fährst du ins benachbarte Europa, also in die anderen europäischen Länder, gehst du ans Meer, gehst du in die Berge, machst du eine Fernreise, so. Also du gibst 3, 4, 5 Antwortmöglichkeiten vor und wir Menschen sind da einfach gestrickt. Wir sehen das dann und sagen, ja, ich mache eine Fernreise. Und dann wird kommentiert, ja, ich mache eine Fernreise, ich fliege nach Dubai. So, ne? Und du hast mehr Interaktion. Also unter jedem Post am Ende einen Call to Action, sodass du Interaktion hast und der Algorithmus dich stärker ausspielt. So, dann Hashtags. Mach Hashtags drunter unter einen Post und variiere die Größen der Hashtags. Damit ist nicht die Länge des Wortes gemeint, sondern, also wenn ich zum Beispiel einen Post mache und ich schreibe darunter Verkaufen oder Sales oder Mindset, dann sind das große Hashtag-Größen. Sales wird millionenfach als Hashtag genutzt. Dass genau du gefunden wirst unter diesem Hashtag, ist sehr unwahrscheinlich. Also mach kleinere Hashtags, was weiß ich, Mindset Verkäufer, Verkäufer Mindset, Mindset für Verkäufer. Das sind viel kleinere Hashtags. Das heißt, wer das eingibt, der bekommt gar nicht so viele Treffer, aber der findet dich dann mit diesem Hashtag. Also misch die Größen der Hashtags, nimm 3 große und nimm 3 kleine, die nicht so oft gesucht werden. Und vor allen Dingen wechsel die Hashtags je nach Post. Angenommen, du machst in der Woche 10 Posts, dann nimm nicht immer die gleichen Hashtags, wechsel immer mal wieder aus. Und damit ist die Chance, dass du gefunden wirst, viel größer. Übrigens, auch die Hashtags bei einer Insta-Story. Mach da 3,
sechs verschiedene Hashtags. Das machst du ganz einfach, indem du nicht die Hashtag-Funktion nimmst aus Instagram bei der Story, sondern du nimmst die Textfunktion. Du schreibst einen Text, Hashtag Sales, nächste Zeile, Hashtag, also Raute, Mindset, nächste Zeile, Raute, Mindset für Verkäufer und so weiter. So, und dann schiebst du die aus dem sichtbaren Bild raus. Du schiebst sie einfach zur Seite. Das heißt, für den Algorithmus sind die Hashtags da, sie funktionieren, aber für den Betrachter deiner Story, er sieht die nicht. So, es wirkt einfach schöner, das Bild, wenn du sie rausschiebst. Übrigens, das Gleiche gilt für den Ort. Bei jeder Story und bei jedem Post, gib immer den Ort an. Und auch hier, wenn du eine Story machst, gibst du, was weiß ich, du machst eine Minute Story, das sind vier verschiedene Aufnahmen. In der ersten Aufnahme nimmst du als Ort, was weiß ich, Dubai, Vereinigte Emirate. In der zweiten nimmst du Dubai Downtown. In der dritten nimmst du Dubai Downtown Burj Khalifa. In der vierten nimmst du Burj Khalifa höchstes Gebäude. So, und dann schiebst du die immer raus aus dem sichtbaren Bereich. Aber wenn jetzt jemand über die Orte sucht, dann wirst du gefunden und du bekommst mehr Menschen, die dann deine Posts sehen. Dann live gehen, klar, live. Instagram liebt es, wenn du live gehst. Und jetzt kommt das Wichtige dabei, du holst Gäste rein. Am besten holst du Gäste rein, die mehr Abonnenten haben, mehr Follower als du. Im Idealfall, die du reinholst in das Live-Video, die haben das ihrer Community auch angekündigt. Was weiß ich, wenn ich bei Calvin Hollywood bin, dann sage ich, hey, heute Abend bin ich bei Calvin Hollywood im Livestream. Kommt dahin, 19 Uhr. So, was jetzt passiert, viele gehen aus meiner Community um 19 Uhr online, gucken, wo ist der Livestream von Calvin Hollywood, gehen da rein und gucken, was Calvin und ich uns zu sagen haben. So, und wenn Calvin gut liefert, dann wird meine Community Calvin abonnieren. Das heißt, Calvin bekommt mehr Abonnenten. So, das empfehle ich dir auch. Guck, dass du mit Leuten, die eine große Reichweite haben, gemeinsam Livestreams machst. Wenn du diese Menschen nicht kennst oder keiner will, keiner Lust hat, ist nicht schlimm, dann holst du aus deiner Community Leute rein. Hauptsache, du holst Leute rein. Wenn du 30 Minuten Stream machst, kannst du in der Zeit durchaus 3, 4, 5, 6 Leute reinholen. Hol sie kurz rein. 2 Minuten, 5 Minuten, nicht länger. Und dann ist wieder gut. Je häufiger du Leute reinholst, desto mehr Reichweite gibt dir der Algorithmus. So, dann. Instagram kommt regelmäßig mit neuen Funktionen. Und diese neuen Funktionen werden dann oben in der Leiste angezeigt. Und wenn du jetzt schnell bist, nutzt du sofort die neue Funktion. Sofort. Die nächsten 24, 48 Stunden machst du Dinge mit der neuen Funktion. Instagram möchte natürlich, dass diese neue Funktion sehr schnell bekannt wird. Also werden alle Nutzer der neuen Funktion dementsprechend stärker vom Algorithmus ausgeliefert, bekommen mehr Reichweite. Also immer darauf achten, neue Funktion sofort aktivieren. Ob du die gut findest oder nicht, spielt keine Rolle. Aber nutz das, sei so eine Art Beta-Tester für Instagram und Instagram belohnt das mit mehr Sichtbarkeit. Gewinnspiele. Also ich sage dir nicht nur, was du machen sollst, auch was du nicht machen sollst. Lass die Finger von Gewinnspielen. Warum? Du bekommst natürlich mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite, mehr Abonnenten, aber es sind die falschen Abonnenten. Es sind die kommen mit dem Kaufmotiv Gewinnspiel. Sie wollen was gewinnen. Denen bist du mit deinem Profil, mit deiner Botschaft egal. Also wenn es nur darum geht, dein Ego zu befriedigen, du willst möglichst viele Abonnenten haben, mach Gewinnspiele. Aber wenn es darum geht, dass du deine Reichweite anschließend auch monetarisieren willst, wenn du nur eine bestimmte Zielgruppe bedienen willst, lass die Finger davon. Das Gleiche gilt für Follower kaufen.
Du kannst extrem günstig Follower kaufen. Das geht ganz schnell, mal 5000 Follower für, weiß ich nicht, 30 Euro zu kaufen. Da gilt wieder das Gleiche. Wenn es für dein Ego wichtig ist, alles klar, mach das. Aber dir muss klar sein, du killst den Algorithmus. Wenn du später Anzeigen schalten willst, bei Facebook, bei Instagram, dann werden deine Anzeigen nicht funktionieren, weil du die falsche Zielgruppe gekauft hast. Also, lass die Finger davon, kauf keine Follower, es bringt nichts. Kauf keine Likes, du machst nur den Algorithmus kaputt. Dann natürlich keine Bots, ist auch klar, ne? Also nicht dieses automatische Follow, Unfollow, auch nicht das automatische Kommentieren auf bestimmten Kanälen, lass das. Das ist scheiße, du machst den Algorithmus kaputt. Okay. Qualitativ hochwertige Bilder. Wir waren jetzt die letzten 2 Monate in Europa unterwegs und meine Frau hat ganz oft die hochwertige Canon-Kamera mitgeschleppt. Und ich denke, ey, wir sehen aus wie die Obertouris mit dieser Kamera. Ich trage die nicht, ich will nicht aussehen wie der Obertouri. So, und sie sagt aber ganz klar in ihrem Instagram-Profil, die Bilder, die wir mit der Kamera gemacht haben, mit der hochwertigen Kamera, obwohl sie das aktuellste iPhone hat, ja, und die Bilder sind sensationell mit dem iPhone, aber sie sagt, die Bilder, die mit der richtig guten Kamera gemacht werden, haben mehr Likes, mehr Sichtbarkeit, mehr Kommentare. Also, da ist was dran. Die Qualität deiner Bilder, da ist was dran. Also, wenn du irgendwie kannst, mach die Bilder nicht unbedingt mit dem Smartphone, sondern mach sie mit einer Profikamera. Erklären kann ich das nicht, ne? Ich knipse, ich bin kein Fotograf. Häufig posten. Der Algorithmus sieht natürlich, wie oft du postest. Meine Empfehlung ist, dass du wirklich täglich postest bei Instagram. Auch Stories. Mach 5 bis 10 Stories jeden Tag. Jeden Tag. Wann solltest du posten? Angenommen, du willst 3 Posts an einem Tag machen. Dann gehen viele hin, sie machen morgens einen, mittags einen, abends einen. Das ist nicht clever. Warum? Weil die meisten Instagram nutzen, wenn sie Feierabend haben. Also, ich sage mal, von 18 bis 22 Uhr ist die höchste Frequenz auf Instagram. Das heißt, mach einen Post um 18.30 Uhr, um 20 Uhr und um 21 Uhr. Und du wirst viel mehr Reichweite haben, als wenn du die über den Tag verteilst. Das gilt nur für Instagram. Zum Beispiel, wenn du auf LinkedIn bist, sind es ganz andere Postingzeiten. Die sind komplett anders. Dann, ja, achte darauf, dass du die Leute nicht von der Plattform holst. Das mag keine Plattform. Egal, ob du YouTube hast oder ob du Instagram, Facebook, was auch immer. Keine Plattform möchte, dass du die Nutzer verleitest, die Plattform zu verlassen. Jede Plattform möchte natürlich, dass die Verweildauer extrem hoch ist. Und deswegen ist der Tipp, keine externen Links. Also, wenn du in einer Insta-Story ein Video promoten willst, dann nicht den Link rein für ein YouTube-Video, sondern den Link rein für das IGTV-Video. Auch das Gleiche gilt, wenn du einen Post machst, nicht den Link direkt rein. Pack den Link in die Kommentare, was immer noch scheiße ist, weil das funktioniert ja nicht mit dem Klicken auf dem Link bei Instagram. Du musst den Link dann in die Bio reinpacken und dann funktioniert das. Ja, aber insgesamt ist Instagram nicht unbedingt die Plattform, mit der du groß die Menschen rüberkriegst auf andere Plattformen oder auf Webseiten. Wenn, aus meiner Sicht, wenn, dann ist es das Swipe-Up in der Insta-Story. Aber nochmal, achte drauf, nicht so viel dafür sorgen, dass die Follower die Plattform verlassen. Dann wirst du im Algorithmus abgestraft. So, und der letzte Punkt, und dann kann ich hier zumachen. Der letzte Punkt ist, immer die Ortsangabe nutzen. Immer die Ortsangabe. Ja, also wenn du einen normalen Post machst,
dann sag auch, wo ist dieser Post entstanden. Übrigens, der Algorithmus erkennt das, wenn das Bild in Köln gemacht wurde und du schreibst aber jetzt hin, das Ort Bochum. Das erkennt der Algorithmus und auch das wird in der Reichweite abgestraft. Das ist unglaublich. Die Bilder, guck mal, wenn du mit dem Smartphone ein Foto machst, werden ja die ganzen Daten hinterlegt. Und wenn du jetzt genau dieses Bild unbearbeitet, wenn du das jetzt postest und du sagst, hey, ich habe hier ein Foto in Bochum gemacht, aber es wurde in Köln gemacht, dann erkennt das der Algorithmus und straft dich in der Reichweite ab. Also, das ist eine Wissenschaft für sich und das sind die Erfahrungen aus 100.000 Followern. Übrigens, wenn du sagst, ey, das waren jetzt coole Tipps, das ging alles extrem schnell, ich hätte gern diese Tipps nochmal und ich hätte gern nochmal 100 andere, dann gibt es einen Online-Kurs. Der Online-Kurs, da geht es darum, wie du mit Instagram überhaupt startest. Also es ist sowohl für Anfänger als auch für Profis. Und es geht insbesondere darum, wie du mit Instagram dann Geld verdienst. Also nicht nur Sichtbarkeit, Reichweite, sondern auch wie du es monetarisierst. Also, den Link dafür wirst du irgendwo rund um dieses Video finden. Übrigens, es gibt das Ganze auch für YouTube. Wir haben auch einen Online-Kurs für YouTube. Und wir sind jetzt fast bei 100.000. Das kommt die nächsten Tage. Und bei YouTube. Und wir haben einen unserer stärksten Kurse ist LinkedIn. Ein Online-Kurs für LinkedIn, wie du Neukunden über LinkedIn gewinnst. Das ist im Schwerpunkt, wenn du B2B-Kunden hast, dann funktioniert das extrem gut auf LinkedIn. Alle drei Kurse werden wir verlinken und die Alternative ist natürlich, du gehst bei uns auf die Webseite dirkreuter.com. Dort gibt es ganz oben im Menü gibt es den Shop. Du klickst auf den Shop und dort findest du alle unsere digitalen Produkte. Also nicht alle, aber die meisten. Wir haben über 50 Online-Trainings mittlerweile. Aber ich denke, dass du so etwa 40 davon auf unserer Webseite findest. Und wenn es neue Kurse gibt, wenn es Aktionen gibt, Preisaktionen gibt, dann erfährst du da in erster Linie von, wenn du den Newsletter abonnierst. Also mein Tipp ist, Newsletter abonnieren. dirkreuter.com, dort findest du den Newsletter, abonnieren und du weißt immer, was ist der nächste neue Kurs, respektive wann gibt es eine Aktion und was gibt es bei mir an Neuigkeiten. Also, bitte, wenn du sagst, geiles Video und du kennst Leute, die gerne mit Instagram wachsen möchten, dann ist meine Empfehlung, schick den doch einfach weiter. Schick den Link zu diesem Video weiter an die Menschen, für die es wertvoll ist. Also meine Bitte ist wirklich, das sind 2 Klicks über WhatsApp, schickst es rüber und du wirst eine Menge Menschen glücklich machen, weil die sagen, 15 Tipps, mindestens 10 davon sind für mich relevant, wie geil. Übrigens, du kannst natürlich auch nicht nur per WhatsApp schicken, du kannst es auch einfach bei dir im Social Media teilen. Also, bis dahin, wir sehen uns auf Instagram oder wo auch immer. Liebe Grüße, fette Beute.